So, ich starte jetzt mit Ark, meinem neuen Spiel. Besser gesagt. So, ich beginne auf The Island, auf der Insel. Und alles im normalen Modus. Ist auch ein Mod bei, den brauche ich aber nicht. Obwohl, doch, kann ich auch mit reinpacken. Das geht schon klar. Natürlich möchte ich hier möglichst viele Orte entdecken, die Karten freischalten, alle Erfolge in meinem Steam-Account natürlich aktivieren. Und mein erster Punkt ist da, ich habe natürlich Level relativ einfach und so gestellt. Die ultimative Herausforderung, die wird irgendwann später noch einmal erfolgen. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. So. Also, Zone leicht. Hier gucken. Da ist die Schwere. Ich würde dann einfach mal hier in die Südzone hineingehen. Und einen neuen Überlebenden natürlich hier erstellen. So. Oh, weiblich. Ja doch, ich würde auch tatsächlich schon so bleiben. Mehr bräuchte ich gar nicht machen. So, hier natürlich noch einen vernünftigen Namen. Also quasi meinen. So, direkt mal gucken, ob da irgendwelche Viecher schon in der Nähe sind, weil die kann ich noch nicht gebrauchen. Ja, irgendwo erkenne ich diesen Ort schon. Ah, da hinten ist auch mal ein Krokodil. Das erste Level habe ich gleich schon erreicht. So, schon erreicht. Gucken, was ich brauche. Auf jeden Fall Nahkampfschaden erstmal. Und hier kann ich mir auch schon direkt Sachen dann erstellen. So. So, was brauche ich jetzt? Feuerstein und ein Stein. Da muss ich mir einen anderen Stein hier wegnehmen. So. Dann erstelle ich mir jetzt erstmal eine Spitzhacke.
Die packe ich auch direkt hier rein. So, da habe ich auch einen Feuerstein. Jetzt erstelle ich dann erstmal eine Axt. So. Also da hinten hängt ein Krokodil rum. Und haufenweise Flugsaurier. So, weiter erstmal das Gewicht. Frage ist halt, wo kann ich dann ganz gut bauen erstmal, um mich auch hoch zu leveln. Erstmal die Axt da unten rein. So, sammle ich erstmal hier was ein. Wichtig ist natürlich auch erstmal einen Ort zu finden, wo man nicht gleich gefressen wird. Oh, da ist schon ein Velociraptor. Jetzt hat er mich.
nettes Viech. Da ist sogar schon eine Cap. Dann kann ich nämlich jetzt erstmal herstellen, herstellen, herstellen. Und dann auch schon mal ausrüsten. Nichts für die Füße. Da muss ich jetzt mal gucken. Da ist doch... Ah, habe ich noch nicht genug Punkte. Oder besser gesagt, ich muss mich erstmal hier... Ja, steigern. So. Schauen, ob es hier oben besser geht. Auf jeden Fall noch zwei Raptoren. Na gut, dann werde ich mich jetzt mal darum kümmern. Glaube ich, Piranhas.
So, also ich werde dann dafür hier meinen ersten Stützpunkt zu errichten. So. Ja, da ist noch ein Dilophosaurier, oder? Ja. Nee, ist ein anderer. Aber egal, auch wieder mehr Leder, mehr Fleisch. So, gut. Dann werde ich mal da meine fachmännischen Kräfte mal spielen lassen hier, indem ich mein erstes Häuschen errichte. So, gleich mal sehr viele Unterböden hier erstellen erstmal. Toll.
So, irgendwo noch ein Zweier? Ne, noch nicht. Was ist das? Danke, dass du hier drauf läufst, Iguanodon. Für eine. Ehrlich. Meine Güte, ey. Also das war jetzt zum ersten Mal heftig. So. Jetzt mache ich einmal hier eine Tür hin. Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich dieses kleine Häuschen hier rumbaue. Wichtig ist ja, dass ich erst einmal stärker werde.
So, erstmal zu. Ein kleines bisschen geschützt immerhin. So, jetzt kann ich auch mal gucken, dass ich eine Kiste herstelle hier. Ach, die brauche ich ja gar nicht reinpacken. Da reicht's, wenn die Tür da ist. Wie? Erstelle ich einfach so. Ich würde mal sagen, die kommt hier hin. Dann kann ich da nämlich schon einige Sachen wieder ablagern, wie zum Beispiel diese Beeren hier. Teile brauche ich auch momentan nicht. Das kann ruhig verschwinden. So, dann muss ich mal nach oben bauen. Faser brauche ich. Tschüss. So, kann ich wieder hochleveln? Nee, noch nicht. So, erstmal wieder die Beeren hier einlagern.
Dann fange ich hier an zu bauen. Da muss ich die andere Richtung zeigen. Ja, sonst muss es so gehen. Das brauche ich hier mal noch ein anderes Dach. Jetzt kann ich schon hoch wieder auf Level 18. Das Leiter. Die Leiter brauche ich nachher auch. Die kriege ich ab Level 13 schon. Gucken, nee, da muss tatsächlich hier einmal so eine Bank hin quasi. Und dann kann ich den jetzt hier oben hinpacken. Sieht gut aus. Es wird langsam dunkel. Strom fahren wir Strom. So, jetzt werde ich auch eine Fackel herstellen. Da brauche ich einen Stein für. Erstmal für das Fundament kann ich die einsetzen. Nee, Tatsache, da brauche ich erst noch einmal hier so eine Wand vor. So. Und jetzt kann ich hier das Dach oben drauf setzen. Ah nee, das ist ja das schräge Dach. Ich brauche das andere.
Muss mal gucken wegen der Leiter. Da. Manche Tiere sind ganz schön leise. So, das sind zwei. Oh, da hinten kommen wir jetzt runter. Ich trotzdem Fasern. Hoppla. Jetzt hoffe ich nur, dass da kein Saurier vorbeikommt.
So, da muss aber noch einer nach oben. Was brauche ich? Stroh. Wenn es hell ist und das noch da ist, dann gehe ich da nochmal gucken, was da alles so drin ist. Hole ich mir erstmal einen Stein. Und dann werde ich mir noch eine Fackel machen müssen. Ah. Wo ist er denn jetzt da? Kann ich eben noch warten, bis die Herstellungen fertig sind, bis ich dann meine Fackel habe.
Jetzt sehe ich nämlich noch nichts. So, jetzt wird's hergestellt. Da ist er doch. So. Das ganze Fleisch brauche ich nicht. Kann erstmal komplett weg. So. Ich glaube, andere Seite, da kriege ich mehr Fasern her. Jetzt wird's wieder hell. Ja, die eine Dingens ist weg da. Die Versorgungskiste.
brauche noch 12 davon. So, 12. Ich glaube, 6 hätten gereicht. Oder, ne, 9. So, dann kommt jetzt erstmal das Dach. Oh, da brauche ich Fasern für. Hä? Ach. Ich bin ja noch eins zu weit oben. Wo ist er denn jetzt hier? Da. Da haben wir wieder viel gesammelt. Jetzt geht's erstmal wieder rein in die schöne Hütte hier. Auch hier wird erstmal zugemacht. Und auch wieder das, was gelagert werden kann, erstmal lagern. So. Dann wird erstmal die nächste Etage gebaut. Dann machen wir 20 Stück vom Bauen direkt. Thank you.
So. Ja, einen brauche ich gleich noch. Da brauche ich auch noch Stroh für. Da kommt dann jetzt darüber. Aber hier kommen definitiv noch weitere Etagen drauf, die schön nach oben gerichtet sind natürlich. Jetzt brauche ich wieder Stroh, Holz, Fasern, also am besten von allen Sachen etwas. Komm, hoch da. Ja, hinten sind kleine Dilophosaurier, die da Stress machen. Aber für mich ja gar kein Stress.
So. Gott. Ja, Level 25 habe ich jetzt schon mal. Holzbarrikade brauche ich auf jeden Fall hinterher. Holzfasern, Stroh. Ich brauche wieder von allen Sachen etwas. So, Holz habe ich glaube nicht mehr genug. Könnt mir noch eine zweite Kiste basteln. So. Zweite Kiste kann ich mir drunter packen. Ah, Stroh brauche ich noch. Oh, das sieht schon aus wie so ein schöner Block. Oder habe ich jetzt schon einen Schrank? Nee, habe ich noch nicht. Dann nehme ich noch eine Kiste. Da ist sie sogar noch drin. Ich würde sagen so. Oh, erstmal die ganzen Lebensmittel da noch rein, auch die Steine. Geht's erstmal ein kleines bisschen weiter mit dem Bauen. Ah.
einen noch oben drauf. So. So, ich brauche Fasern, Holz und Stroh. Ebenfalls wieder. Da hinten ist schon wieder eine Versorgungskiste. Na, vielleicht kann ich hier auch was entsorgen, nämlich die Steine, die brauche ich nämlich gar nicht erstmal. Dann geht's etwas schneller. So, mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Ich kann ja jetzt auch eine Leiter bauen. So. Die könnte ich auch hier draus vielleicht anbringen. So, da ist er. Nee, aber hier. Von der Seite geht das. So.
Hä? Die Frage ist, warum komme ich da jetzt nicht hoch? Scheint nicht zu klappen. Warum auch immer. Ja. Dann würde ich es tatsächlich so machen, dass ich hier gewisse Dinge abreiße. Ups. So. Alles auf mich eingestürzt. Nein, na, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Leiter gebaut. Die wollte ich jetzt nicht bauen. Ah, jetzt ist es tatsächlich doch sehr heiß geworden hier. Die Kiste nicht. So.
Wenn man eine kleine Abkühlung holt. Ja, okay, nützt wohl nicht ganz so viel. So, wieder erstmal die ganzen Lebensmittel da rein. Auf jeden Fall habe ich da keine Probleme, irgendwie was zu finden von. Oder unseren Raptoren. Und die Lophosaurier. Aber es sind recht viele, so wie ich das sehe. Das sind, glaube ich, 4 Raptoren sogar. Ja, es sind 4. Ich glaube nicht, dass ich die schon schaffe. Thank you.
Deswegen, ich lasse mir da jetzt auch erstmal noch eine kleine Lücke. Da ich das da ein bisschen beobachten kann. Die könnten sich wieder weiter entfernen jetzt. So. Also die Raptoren sind dahin etwas beschäftigt. Das heißt, ich kann wieder hier voll eintauchen und mir Holz, Stroh und Fasern, alles, alle Komponenten quasi zu besorgen. Falsche Richtung, in die Richtung bitte. Das kann ich gleich machen. Jetzt brauche ich Holz und Stroh. Da vernünftig rein, ohne dass die Raptoren da irgendwie kommen.
Ja, die Viecher sind auch immer noch, sind auch noch 3, 4 Stück. Die hängen da immer noch rum. Oh nee, Moment. Die baue ich von hier rein. Ja, und die Viecher da unten sind immer noch da. So. Na komm. So. Und da oben kommt natürlich noch eine hin. Nein, och. Junge. Doch nicht dahin.
lungern da immer noch rum. Das ist doch furchtbar. Als ob die keine anderen Hobbys hätten. Und Fäkalien brauche ich dafür. So, hier brauche ich aber nur Stroh erstmal. So, dann hätte ich nämlich auch noch genug, um da eben weiter zu bauen. Noch mehr Stroh. So, ich habe jetzt auch so einiges schon gebaut und errichtet. Jetzt gucke ich generell mal, was ich habe. Also Schuhe habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Die mache ich mir jetzt mal fertig. So. Knüppelchen brauche ich noch nicht ganz. Also ich habe eine Kompostkiste da. Aber auch Stroh für. Aber Holzbarrikaden könnte ich bauen. Aber es ist erstmal eine neue Rüstung. Hält auch viel mehr aus.
Holzaufstich. Schaue ich meine Kisten, was ich da reinpacken kann. Hat sich, glaube ich, wieder einiges angesammelt. Und wieder zurück. Ja, da ist ein Iguanodon wieder. Der hier immer rumschleicht. So, jetzt werde ich eine Kompostkiste bauen. So. Die kommt jetzt hier hin. Nee, hier. So. Na komm. So.
Also was ich da auf jeden Fall hineinpacke, sind jetzt hier die Abfallreste. Und auch Stroh. Nanu. Aber irgendwie, wieso funktioniert das nicht? Komisch. So. Handschuh gibt's noch dazu. Stiefel. So. Der funktioniert nicht. Warum auch immer. Sind die immer noch die Viecher. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier die Plattformen etwas erweitern. So, ich würde jetzt erstmal sagen, beende ich hier meinen ersten Abschnitt in Ark. Ihr seht ja, das ist schon eine ganz beachtliche Hütte hier oben geworden. Gut, dann geht's weiter hinter im nächsten Abschnitt.